Es ist Freitag, juhu, endlich Wochenende, aber vorher gibt's noch ein letztes Mal die News mit Jules. In Marvels Guardians of the Galaxy, The Telltale Series, dem kommenden Telltale-Adventure zu Marvels beliebter Comic-Reihe, übernehmen wir tatsächlich die Rolle des Star-Lord, also des Anführers der Guardians. Wir erleben mit der Truppe da eine eigens für das Spiel kreierte Geschichte, in der wir ein besonders mächtiges Artefakt finden müssen. Das Ganze untermalt von ziemlich guter Musik und natürlich mit vielen aus den Filmen bekannten Orten. Hört sich schon mal ziemlich cool an, kleiner Dämpfer ist aber, dass nicht wie zuletzt bei dem Game of Thrones Adventure der aus den Filmen bekannte Cast die einzelnen Rollen übernimmt. Stattdessen ist es ein aus vielen Videospielsprechern bestehender Cast. Unter anderem ist das Nolan North, der ja für die Uncharted-Reihe als Nathan Drake bekannt ist und irgendwie gefühlt in jedem Videospiel mitspielt. Der übernimmt die Rolle des Rocket Raccoon. Hört sich schon mal ganz cool an. Willkommen bei den verdammten Guardians of the Galaxy. Blizzard hat sich vorgenommen, in World of Warcraft zukünftig gegen sogenannte Dungeon-Run-Verkäufe vorzugehen. Es ist ja keine Neuigkeit, dass man sich im Spiel mit Gold in sogenannte Clear-Runs einkaufen kann, also Runs, in denen alle Bosse der jeweiligen Instanz gelegt werden. Diese werden ja vor allem von Gilden angeboten, die den jeweiligen Content schon so zuverlässig beherrschen, dass sie sich das eben leisten können, andere Spieler durchzuziehen. Nun gibt es aber auch Gilden und Spielergruppen, die sich für diese Clearruns nicht in Ingame-Gold, sondern in echtem Geld bezahlen lassen. Da überweist man dann per PayPal eine hübsche Summe, die sich je nach Instanz auch gerne mal zwischen 100 und 250 Euro bewegen kann, und dann lässt man sich einfach durchziehen. Laut Blizzard geht das aber zu weit und verstößt gegen die Nutzungsbedingungen. Als Konsequenz bannte man direkt mal die Accounts einiger Top-Spieler. Das ist natürlich für die ein herber Verlust und zeigt, dass Blizzard es wirklich ernst zu meinen scheint. It's been difficult for me to trust after losing so much. Es gibt wieder Änderungen am Review-System von Steam, und zwar wird es da in Zukunft so sein, dass bei der durchschnittlichen Bewertung nicht mehr die Reviews von Spielern berücksichtigt werden, die das Spiel kostenlos erhalten haben, also beispielsweise als Geschenk oder während eines Free-to-Play-Wochenendes. Das entfachte natürlich viele Diskussionen innerhalb der Community, warum das so ist und ob das eine sinnvolle Neuerung ist. Argument dafür ist eben, dass der Preis, den man für ein Produkt bezahlt hat, durchaus die Wahrnehmung beeinflusst, wie viel man da eigentlich bekommen hat. Sprich, jemand, der jetzt kein professioneller Kritiker ist, der wird ein Spiel, das er geschenkt bekommen hat, durchaus positiver sehen als jemand, der für dieses Spiel sein letztes Hemd gegeben hat. In einem Reddit-Thread heißt es, Game Reviews sollten eben in erster Linie eine Kaufempfehlung sein und folglich das Verhältnis zwischen Preis und Leistung beurteilen. Bin gespannt auf eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren. Das war's dann für heute mit den News. Danke fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns sicherlich bald mal wieder. Bis dahin, euer Jules.